Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. So, hallo, ihr Lieben. Heute ist Freitag. Ich habe einen riesengroßen Einkauf gerade gemacht und ganz viel geschleppt. Und jetzt schleppe ich schon wieder wie so ein Blödi. Und zwar wollte ich ja ein paar Papierpakete machen, Briefumschläge machen, so. Und habe gerade noch dieses große Lexikon gefunden von Bertelsmann, was sehr, sehr schön ist. Und habe gedacht, ich fange mal einfach an mit dem neuen Buch. So kam jetzt überhaupt der Gedanke. Und diesmal versuchen wir das ordentlich aufzuschneiden. Falls es gelingt, die Schere ist nicht wirklich so richtig. Wo ist denn bitte mein kleines Messerchen geblieben? Ach, da ist die Klinge rausgefallen. Ist das zum Kotzen, oder? Ich schwör's euch, da ist die Klinge rausgefallen. Naja. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Ersatzmesser hingelegt habe. Es liegt irgendwo. Hier, irgendwo ist es. Oh, ist das immer Theater. So, ja, was kann ich erzählen? Ich kann nicht viel erzählen. Ja. So, es ist natürlich jetzt wirklich blöd, dass ich die Ersatzklinge nicht, dieses Ersatzmesser nicht mehr habe. Okay, wir nehmen mal raus. Eins. Schönes, dickes Papier. Zwei. Drei. Kriegen wir die noch raus? Vier. Ja, die ist geklebt schon. Ach, wäre jetzt schön, wenn das noch gehen würde, ne? Ist die noch heile? Die ist sogar noch heile geblieben. Ja, es hatten sich bei mir 5 gemeldet, die ganz gerne vielleicht ein Paket vielleicht. Und das habe ich gedacht, okay, wir packen die mal vor. Ich suche wieder eine Mitte, damit ich aufschneiden kann. Warte. Ist aber kompliziert hier. Mein Gott, man sieht es nicht. Also ich sehe es nicht bei diesem Leck. Da ist es. Uiuiuiui. Ja, also ich habe jetzt hier ganz viele Bücher. Ich habe neben mir noch eine Kiste mit Büchern, die auch alle verarbeitet werden können. Wir fangen gerade jetzt mal hier mit diesem an. Man kann diese Schriften gut gebrauchen, weil das sind oft so kleine Schriften. Kriegen wir noch eins raus oder ist das wieder geklebt? Kriegen wir noch raus. Und das hier, wie ist das? Ach, das lassen wir drin, gell? So, das stelle ich unter den Tisch. Wir haben jetzt hier einige raus. Uppala! Einige rauskommen. Jetzt habe ich hier, fangen wir mit diesen dicken Sachen an hier, dann kommen die wieder vom Tisch runter. Ich habe da für mich immer rausgerissen, bin da nicht so pingelig, aber ich will natürlich versuchen, aus diesem wunderbaren Buch, hier ist auch Schrift drin, jede Menge. Warte mal, ja, wollen wir schauen, ob wir da was rausbekommen. Wenn ich wüsste, wie sie das... Da ist was Genähtes. Das versuche ich aufzumachen. Ich muss die leider immer rüberholen, die Bücher. Sonst kann ich das gar nicht handhaben. Oh Gott. Ist das nur ein Faden? Das kann man nicht glauben, dass es nur ein Faden sein soll. Nee. Da ist auch noch einer. Oh, der ist schwer zu sehen hier, dieser hier. Uiuiuiui. Ich versuche es aber trotzdem. Dann noch irgendwo einer. So, damit wir die großen Sachen vom Tisch runterkriegen wieder. Ah, das sind diese schönen alten Schriften. Das habe ich mal gekauft auf dem Flohmarkt, weil sehe ich so, und da muss ich schon wieder gucken, wo es genäht ist. Müssen wir noch mal schauen. Naja. Und hier die Gustav Mahler. Bei diesem Buch ist es sehr schwer zu erkennen. Ja, weil das ist auch so alt, ne? Und also du kannst mich totschlagen. Ich kann nicht erkennen, wo es genäht ist. Ich kann es nicht erkennen. Ich
gebe mir wirklich große Mühe. Ich schwöre es euch, ich gebe mir sehr, sehr große Mühe. Ich will das ja ordentlich machen. Ich hab's noch nicht, Ich mach kurz auf Stopp, weil ich suche mal eben das Messer. Wie beim ersten chinesischen Papier. Das ist ganz, ganz, ganz dünnes Papier teilweise. Viel dünner als unsere Buchseiten. Hier ist auch drin gearbeitet worden. Ich habe das von einer Frau bekommen, die Chinesisch studiert hat. Und deshalb habe ich so viele chinesische Bücher. Habe ich über eBay gefunden damals. Das war so ein Glücksfall. Ja, ich mache mal 6 Pakete, habe ich gedacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ah, hier kommen wir schon nicht weiter. Okay, haben wir noch eine Möglichkeit zu schneiden, damit ich heile Seiten? Ja, hier ist noch die Möglichkeit. Ja. Es ist so schwer zu erkennen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie teilweise das schwer zu erkennen ist hier. Ja, hier ist ein Faden, aber das ist nicht die Mitte, wenn man ehrlich ist. Da ist nicht die Mitte. Da ist die Mitte. Gucken, wie viel wir da rauskriegen. Mehr kriegen wir da nicht raus. Das ist schon ziemlich gerupft, das Buch. So, ich lege das jetzt mal zur Seite. Hier ist ein ganz großes. Ich habe das einfach rausgerissen zum Schluss, aber ich will versuchen, wenn ich das für euch rausnehme, dass ich es dann heile rausbekomme. Wartet mal, da wird dich bestimmt was finden lassen. Hier zum Beispiel ist irgendwo genäht, hoffentlich. Und dann müsste dann mal aufgeschnitten werden. Ja, dann schneide ich hier mal kurz auf. Ja, ich habe schon geschaut, Großbrief und Maxibrief oder was weiß ich. Es geht dann auch ums Porto. Ich muss mal gucken, ich habe keine Vorstellung gerade, wie viel das alles so wiegt. Warte mal. Ja, ich mache sie jetzt vorsichtig raus, damit ihr dann die als Doppelseite, falls gewünscht, benutzen könnt. Ich selber brauche das im Grunde nicht. Ich reiße die immer so raus, aber wenn ich es jetzt für euch abpacke, möchte ich es versuchen. Die sind ganz, ganz dünn. Das ist ein ganz, ganz tolles Papier, dieses hier. Ganz, ganz toll. Ganz, wirklich schön. Ganz was anderes als das, was wir sonst so benutzen. Siehst du, da ist schon wieder geklebt. Da ist schon wieder hängen im Schacht. Gut, dann machen wir das. So, wir haben jetzt hier schon einiges an Chinesen, haben wir wenigstens 6 Stück, dann können wir 6 Pakete machen. 1, 2, 4, 6, 7 hätte ich hier. Okay, das sind die chinesischen, die ersten. Dann habe ich hier noch mehr chinesische, ein anderes Lexikon, da kriegen wir bestimmt auch was raus, wollen wir schauen. Ja, müssen wir halt immer nur gucken, wo sind hier. Ja, deswegen habe ich so viel, weil die hat die Sprachen studiert und brauchte die Bücher nicht mehr und dann konnte ich die bekommen. Fand ich natürlich super nett, überhaupt mal sowas zu finden, ne? Es gibt ja so viele andere Sprachen und Schriften, die kennt man gar nicht, ne? Überhaupt gar nicht. Also diese Seiten sind wirklich, wirklich besonders. So, da ist schon wieder hängen im Schacht. Dann machen wir noch einen auf, weil das ist ein schönes. Gucken wir mal. Da muss ich wieder schneiden. Ja, die haben es gut, die da jetzt teilnehmen können. Ne? Jetzt ist wieder ein... so ein Basteltreff, ich weiß gar nicht, wie sie das nennen. Diesmal wieder in Heilbronn. Hab von 2 jetzt schon 3 jetzt schon gehört, dass sie hinfahren.
Ja, wünsche euch viel Spaß, ne? Macht bestimmt viel Freude, sowas mal, ne? Ist ja bestimmt mal interessant, die Leute mal in echt zu sehen. Und ja, das ist es dann, war es das hier. Da habe ich dann auch schon zwei rausgeräubert. Da haben wir auch einiges an Seiten jetzt. Das kann ruhig so, dass man da vielleicht zwei von kriegt dann. Ich lege sie mal zur Seite. Nochmal, ganz großes chinesisches, ganz tolles altes Papier. Das sind teilweise richtig schöne alte Bücher, die ich hier bekommen habe. Teilweise moderne Bücher, aber das ist zum Beispiel ein altes. Muss man eben gucken, wo da in der Mitte ist. Auch da ist alles oft reingeschrieben, so mit Bleistift. Ich weiß nicht, wo die Mitte ist hier. Ist das kompliziert? Ja, ich schwör's euch. Ich schwör's euch, es ist so kompliziert hier. Da. Ja, man sieht's sonst nicht. Also. So. Das sind schöne große Seiten, diese hier. Ja. Kann man viel mitmachen. Ich musste auch mal dran denken, dass ich so viele verschiedene Bücher habe, die ich noch benutzen wollte gerne. So, da haben wir jetzt noch nicht genug. Ne, 2, 4, 5 haben wir erst und hier ist schon wieder gerissen. Uiuiuiui, müssen wir noch mal suchen, wo es ein bisschen dichter noch aussieht. Hier. Ja, es ist eine reine Fleißarbeit jetzt, ne? Es ist eine reine Fleißarbeit. Ich mach noch mal auf Stopp. Ich habe noch mal ordentlich was rausgenommen. Das ist ein weiteres. Das sind alles Nachschlagewerke, Lexika, was weiß ich. So wieder die Mitte. Aber es hat wieder ein ganz anderes Papier und ein ganz anderes Erscheinungsbild. Man kann da wirklich gut Collagen mitmachen oder auch so einfach Papiere. Warte. Ja, ich habe schon sehr viel von dem Papier auch weggegeben. Ihr seht ja, wie zerfleddert die Bücher schon aussehen. Weil ich habe ja vor ein paar Jahren schon mal Pakete gemacht. Aber ich habe noch nie jemanden damit basteln sehen. Komisch. Ich glaube, die haben das alle irgendwie nur gekauft und haben es in die Ecken gelegt. Ich habe es noch nirgendwo gesehen. Ja, ist eigentlich schade, wisst ihr? Ist eigentlich schade. Man sollte das Papier eigentlich dann auch mal benutzen, wenn man es hat. Macht ja sonst keinen Sinn, ne? Wie viele Seiten haben wir hier? Ich dachte, ich mache 6 Pakete. 2, 4, 5. Fehlt mir noch einer. Warte, kriegen wir noch einen raus? Ja, einen kriegen wir noch raus. Noch ein? Ne, der ist festgeklebt. Okay. So, dann kommen auch noch gleich. Jetzt sind wir sind immer noch beim Chinesischen. Wir sind immer noch beim China. Ching chang, ching chang chong, tung ni long ni long ni long. Hier sind wieder die Mitte. Sie riechen ein bisschen muffig, die Bücher, aber ich habe sie schon so bekommen. Und sie werden natürlich bei mir nicht besser, weil sie stehen hier auch in der ungeheizten Küche. Also es ist nicht unerträglich, aber ich muss zugleich dazu sagen, wenn einer super, super empfindlich ist, der sagt er, das kann ich. Also mich stört jetzt überhaupt nicht eins, aber die Menschen sind unterschiedlich, deswegen sage ich es dazu. Riecht halt nach altem Papier, ne? Ja, es ist halt so. Wenn das jetzt bei euch ist, dann könnte es ja. Mit Sicherheit ist es dann da warm gelagert. Ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich das jetzt hier aufbewahren muss. In der ungeheizten Küche ist immer schwierig. Geht es nicht besser durch, ne? Sagen wir es mal so. Aber wie viel haben wir denn jetzt? 6 Stück? Mal gucken. 2, 4, 6. Dann haben wir 7. Okay, dann tun wir es weg. Okay, dann haben wir noch gemalte Wörter. Ist auch sehr schön. Gucken wir mal, ob wir da auch was ausschneiden können. Ob da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist nicht genäht. Das ist nicht genäht. Die kann man nur ausreißen. Seht ihr, die sind geklebt, ne? Ich reiß einfach mal welche aus. Guck da jetzt auch gar nicht nach. Wie viel haben wir jetzt? Ich mache 6 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, noch 2 Stück.
Okay. Finde ich auch ganz interessant. Ja, wir haben noch mehr. Es ist nicht. Dann haben wir hier zum Beispiel jetzt, also ich glaube, die chinesischen haben wir jetzt. Die haben wir durch. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Shorthand. Ich weiß nicht, ob ihr da Interesse dran habt an Shorthand. Ist das geklebt auch? Ich weiß nicht. Ich muss da eben irgendwo aufbiegen. Ich glaube, es ist geklebt. Oder? Sieht mir geklebt aus. Naja. Also da kann ich nur rausreißen, so gut ich kann. Das ist geklebt. Oh, es ist wirklich festgeklebt. Auf Englisch auch noch. Eieiei. Ja, komm her. Wir versuchen es. So gut ich kann. Also man kann die nicht anders, man kann sie nur reißen. Einen, ne, oder? Habe ich dann genug? Shorthand, auch interessant. 2, 4, 5, noch einen. 6 Stück. Ich mache 6 Briefumschläge. Denke ich mal. Ne? Diesmal fange ich aber auch nicht nochmal an. Ich habe das beim letzten Mal, hatte ich auch mehrere gemacht. Und dann haben wir hier Ornamente. Bin mir nicht sicher, ob ich euch das da irgendwie rauskriege, heile. Will mal eben schauen, ob das genäht ist hier. Das ist genäht, das würde gehen. Dann gebe ich da auch mal was dazu. Wenn ich wüsste, wo die Mitte ist, würde ich es... Da ist die, Moment. Ja, das hält ziemlich auf, dieses Raussuchen. Und ich habe ja vor ein paar Jahren schon mal so Paketchen verkauft. Und die waren dann auch weg. Und dann, ach, jetzt will ich, und dann habe ich nachgepackt, 2-mal nachgepackt. Und das mache ich diesmal nicht, weil das ist dann einfach eine scheiß Arbeit, weil ich muss ja alles wieder rausholen dann, ne? Das mache ich nicht. 6 Stück und wenn die weg sind, sind sie weg. 2, ich habe es ja lang genug gesagt, 3. Ah, da kommt man schon nicht weiter, das ist schon wieder, okay. Müssen wir den nächsten suchen, wo wir schneiden können. Moment. Oh, ist ein bisschen schwierig manchmal. Warte mal, ich gehe mal einen vor. Oh, hier geht es ja ganz auseinander. Guck mal, hier ist er ganz aus der Nähe gegangen. Uiuiuiui. Hier. Ja, das hatte ich. Also ich habe jetzt 1, 2, 3. 4, 5, oh, das sieht ja toll aus. 6. Wir machen es aber jetzt so, dass es so verteilt wird, wie es kommt. Ne? Da gibt es jetzt keine Möglichkeit. Dann habe ich hier American Dream Homes. Das sind auch ganz interessante Sachen. Weiß nicht, ob ihr euch dafür interessiert. Könnte ich euch auch ein paar Seiten. Das gibt es so auch nicht so unbedingt. Ich glaube, das ist aber auch geklebt, wenn ich das richtig sehe. Wartet mal. Ja. Da könnt, ja, das ist geklebt. Da könnte ich eben noch eins dazugeben. Ich finde die toll. 2, 3, 4, 5, 6. Reicht, ne? Das reicht. Von jedem eins. Also für jeden eins. Dann habe ich hier noch zum Beispiel hier illustriertes Wörterbuch. Wollen wir da auch mal ein paar Seiten raussuchen? Gucken wir mal, wo noch nichts gerissen. Ich reiße ja immer drin rum, wie so eine Geisteskranke in meinen Büchern, weil wisst ihr, ich habe so viele Bücher. Und meistens verwende ich die ja auch so. Es wäre schön, wenn ich jetzt eine Mitte finden würde. Hab sie noch nicht. Ich hab sie immer noch nicht. Ich hab sie nicht. Da ist sie. Ah, mit Hunden. Shit auch. Die wollte ich selber haben.
gucken, wie wir hier rauskriegen. Kriegen wir die überhaupt raus? Oh, doch, ja. Eins, zwei, drei, vier, oh, Monet, fünf, oh, Rennwagen, sechs. Kriegen wir noch einen raus? Gucken. Sieben, hier kriegen wir viele raus. Der ist geklebt. Okay, der ist geklebt. Dann muss ich den wieder wegtun. So, tun wir mal dahin. Dann habe ich noch hier, da bin ich mir nicht sicher, ob ich die sofort in Angriff nehmen wollte, aber die lasse ich mal hier liegen. Jetzt fangen wir an mit den Sachen, die unten liegen. Wir haben jetzt hier jede Menge, die unten liegt. Super schöne Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr Fotografien haben wollt oder ob euch das weniger interessiert, wahrscheinlich eher weniger. Ne? Die habe ich mir aufgehoben wegen der Einbände. Die sind super klasse. Das ist ein altes Rechnungsbuch. Das ist ein leeres Lehrbuch. So, warte mal, ich muss gucken, weil ich habe die jetzt vor kurzem alle mal rausgekramt, wieder reingekramt, wieder rausgekramt. Ich habe selber die Übersicht komplett verloren, was da überhaupt im Spiel ist noch. Wir müssen jetzt einfach mal auspacken. Da sind auch welche, die ich selber auf jeden Fall noch haben möchte. Wir werden schauen. Ich glaube, ich habe auch polnische. Russische hatte ich, aber ich bin mir nicht sicher, ob die noch da sind. Ich lade jetzt erstmal alles raus. Uiuiuiui. Das ist eine ganze Kiste hier. Damit ich hier einmal die Übersicht kriege. Dann haben wir noch ein deutsches Balladenbuch. Auch alt. Können wir mal mit anfangen. Wo ist mein Schälchen? Uiuiuiui. Wir arbeiten uns hier quer durch die Packen durch. Das wird aber doch wohl nicht geklebt sein, oder was? Tun wir das nicht an. Ist das geklebt? Sieht verdammt nochmal geklebt aus, oder? Was meint ihr? Ja, es ist geklebt. Okay. Dann kann ich nur... Ich brauche aber ein bisschen Platz, brauche ich aber auch. Also ja, ganz ehrlich, ein bisschen Platz brauche ich aber auch. Okay. Ist geklebt, ich kann es nicht ändern. Ich suche jetzt immer eins raus, wo ein Bild drauf ist. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Pass auf, ich nehme nur die mit Bild und 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, da haben wir schon mal 12 Stück. Das sind dann für jeden 2 mit Bild und man kann den schönen Rahmen nehmen und die Schrift ist noch da. Das ist ein schönes Geschehen. So, dann haben wir Konrad, Ferdinand. Ach, das ist so ein schönes altes Ja, kann ich aber ruhig anfangen. Kann ich ruhig... Ach nee, ich brauche eigentlich den Schneider. Wo habe ich den hingetan? Hier ist er. Da. Jetzt kommen wir zur altdeutschen Schrift, so Gedichte. Ich habe hier auch noch andere Bücher, aber wir arbeiten uns einfach quer durch. Ne, wir arbeiten uns einfach so quer durch. Eins. Warte. Das sind zwei. Zwei. Da ist eine leere Seite. Muss ich noch eine aufschneiden. So. Stunden später, wirklich Stunden später, ihr könnt es nicht glauben, wie lange das gedauert hat. Ich bin vollkommen exhausted. Ja, aber es war wirklich viel Arbeit, muss ich wirklich sagen, jetzt gerade ehrlich. Man unterschätzt das immer. Ich habe jetzt hier circa 100 Seiten Papier, ganz, ganz verschiedene Papiere. Und wir machen das jetzt so,
pass auf, könnt ihr das so, wenn ich das so reinlege, guck mal, das sind alte Postkarten aus, ja, also das ist wahrscheinlich polnisch, also da kann man eine Menge mitmachen, da haben wir zwei Seiten von, richtig tolle Sachen, ne? Dann haben wir nochmal so alte Postkarte. Dann haben wir Registerpapier. Das geht einfach um die Größe vom Papier. Natürlich das Schriftbild auch. Pass auf, ich mache das jetzt, ich sortiere das jetzt gleich, dass man es verpacken kann. Und dann kommen so Tiersachen, Fische, Krokodile, Frösche, Amphibien, ich habe keine Ahnung was. Große Seiten. Die Betonung liegt auf großen Seiten. So, pass auf, ich versuche das jetzt ordentlich zu machen. Da kann man entweder die Motive oder man verbastelt nur das Papier als Untergrundpapier, weil man hat nicht immer so ganz große oft, ne? So, dann haben wir hier Lexikaseiten. Dann haben wir hier altdeutsche Schrift. Das ist ein ganz, ganz altes Buch gewesen. Dann kommen wir schon ins Chinesische. Es ist ein bisschen durcheinander, weil ich noch ein paar Sachen... Viele sind Doppelseiten. Habe mich bemüht, dass es Doppelseiten sind. Seht ihr noch ein anderes Lexikon? Da haben wir drei Seiten von. Dann haben wir so ein großes, richtig schönes Papier. Zwei Doppelseiten haben wir davon. Dann haben wir wieder ein anderes. Also ich habe sehr viele chinesische Bücher, habt ihr ja gesehen. Alles verschiedene. Hier ist eine Einzelseite. Das ist ein ganz interessanter. Kann man vielleicht. Hier ist Shorthand, also Kurzschrift, eine Seite. Hier ist eine Seite mit so Ornamenten, mit alten, schönen Ornamenten. Hier ist ein amerikanisches Haus. Na, also aus dem Katalog mit dem Grundriss. Muss man mal schauen, ob man das irgendwo gebrauchen kann. Also ich werde es auf jeden Fall noch selber, ich habe auch noch ein paar, ich werde es einfach nur noch mal eine Lexika-Seite. Dann haben wir dieses Papier, da geht es um die Umrandung, schönes Papier, ein paar Bilder dabei. Ne? Jeder hat davon zwei. Dann haben wir Doppelseite einzelnes, dann habe ich in jedem möglichst immer eine ganz blanke Seite, die in dem Buch sowieso, da kann man viel mitmachen, ne? Da kann man also eine Menge mitmachen. Ich verarbeite oft diese Seiten. Wieder was anderes, nochmal altdeutsche, also altdeutsche Schrift. Das ist eine andere Seite aus einem Buch über das Münsterland, aber da geht es um die Umrahmung oder auch um die Papierfarbe. Ist aber eine normale Schrift. Jetzt sind wir hier bei wahrscheinlich Russisch oder Polnisch. Zwei Seiten aus dem Lexikon, nochmal altdeutsche Schrift, schöne Seiten, nochmal eine andere altdeutsche Seite. Das ist aus dem polnischen Kochbuch. Denke ich mir, dass es polnisch ist. Ich hoffe, ich sage nichts ganz Verkehrtes. Schöne altdeutsche Schrift, richtig schöne alte Seiten hier teilweise, super schön, richtig vergilbt, richtig uralt. Richtig toll, ein bisschen fester, teilweise mit einem Bild, nicht jeder hat ein Bild, tut mir leid, das ist das Prinzip Zufall dann, zwei, drei haben ein Bild. Oh, ich habe einen Frosch im Hals, Entschuldigung. Wieder ein Lexikon, das ist ein deutsches, das ist altdeutsch, also deutsch, ich muss gerade gucken, in welchem Land sind wir denn jetzt. So, dann haben wir... Russisch, Polnisch, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall so eine ganz andere Schrift. Dann habe ich aus einem ganz alten Ikebana-Buch jeweils eine Doppelseite und eine Einzel-, also so eine Seite und eine Doppelseite. Ikebana, das ist ja die japanische Kunst des Blumensteckens. Kennt ihr ja sicherlich. Eine deutsche Seite, aber in der großen Schrift auch nur eine Seite, aber mal was anderes. Wieder aus so einem polnischen Buch wahrscheinlich, eine Doppel- und eine einzelne Seite und noch so eine Seite hier aus so einer Art Kalender. Dann haben wir hier noch eine ganz, ganz alte Seite, super schöne alte kleine Schrift. Dann nochmal altdeutsche Schrift, sehr, sehr viel altdeutsche Schrift. Da haben wir zwei von, da haben wir ganz altes Papier. Das ist wirklich schon Asbach-Uhr. Da habt ihr drei Seiten sogar von. Die sind auch doppelt. Ja, ich zeige euch die gerne.
Die haben schon richtige Flecken, so alt sind die. Das ist aus einem anderen Buch, so einem technischen, so mit den so technischen Sachen, da habt ihr 3 Seiten. Hier kommt nochmal so ein kleines, das ist glaube ich Französisch. Französisch ist das, da haben wir so aus so einem Reiseführer ein paar Seiten rausgenommen. Bei Französisch habe ich nur dieses eine Buch. Und jeder hat noch so eine kleine Karte. Auch willkürlich, jeder hat eine andere Karte, wie es halt sich ergibt. So, das ist der Packen, den jeder bekommt. Das sind knapp 300 Gramm, wenn ich das richtig. Meine Waage ist nicht 100.000 Pfund, aber ich denke, wir sind bei knapp 300 Gramm. Und es sind um die 100 Seiten. Über 100 Seiten sind es bestimmt. Also 100 Seiten, denke ich, sind es bestimmt. Und dann habe ich aus meinem schönen Rosenbuch 6 raus. Es gibt 6 Pakete, ne? Und jeder, der ein Paket kriegt, bestellt oder haben möchte, bekommt eine Rose. Ne? Die sind alle wunderschön. Da gibt es keinen schöner oder kein dies oder kein das. Die sind alle wunderschön aus meinem wunderbaren Taschen, also von dem Taschenverlag, das wunderbare Rosenbuch. Ja, das ist das. Porto wird sicherlich, denke ich mir, wenn ich es im Briefumschlag reingebe, ich glaube, lasst mich nicht lügen, aber ich meine, um 3 Euro Porto müssten wir da rechnen. Und, weil es ist wirklich viel drin, denke ich, in dem Paket, würde ich ganz gerne pro Paket 15 Euro haben. Ich hoffe, es ist euch nicht zu viel, aber es ist sehr, sehr viel unterschiedliches Papier dabei. Und wie gesagt, diese wunderbare Rose kriegt ihr einfach so, ne, als Geschenk, als Dankeschön-Geschenk, so, ne. Und vielleicht habt ihr da auch so, also ich finde diese Art Bilder wunderbar. Ich habe viele davon, deswegen kann ich mich gerne mal von ein paar trennen. Ja, also das Prinzip ist jetzt ganz einfach. Ich habe 6 gleiche Pakete. Also die Anzahl ist gleich, die Seiten sind, also von gleichen Büchern und so weiter, sind praktisch gleiche Pakete. Und 6 Stück, mehr habe ich nicht. 5 hatten sich schon Interesse gezeigt, hatten sich in den Kommentaren gemeldet. Ja, jetzt ist es ganz einfach. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ihr müsstet mir bitte eine Mail schicken. Die Adresse, die setze ich nochmal drunter, die E-Mail-Adresse. Und wer zuerst mir schreibt, was weg ist, ist weg. Ich packe es jetzt auch nicht nochmal, weil das ist so eine Arbeit, diese vielen verschiedenen Bücher. Ich sehe ja, das sind ja, ich weiß nicht, 60 verschiedene Bücher oder ich habe keine Ahnung, oder 50, ja 50 vielleicht oder mehr, ich weiß es gar nicht. Die alle rauszuholen, die Seiten rauszutrennen, das alles zu machen, also das ist schon, ja, das ist schon eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ich habe das ja schon mal gemacht und dann habe ich nachgepackt damals, aber diesmal packe ich nicht nach. Ich habe 6 Stück. Ich persönlich könnte mit allen Papieren, ich habe nichts reingetan, mit dem ich persönlich nicht arbeiten würde. Das sind alles Bücher, aus denen ich selber rausnehme oder die ich hier schon in Reserve liegen habe. Also insofern ist es also nichts Schäbiges oder Blödes dabei, meines Erachtens. Aber das liegt ja im Auge des Betrachters, ne? Ja, schön finde ich, dass jeder noch so eine kleine Seite dazu bekommt, eine kleine Karte. Die war in diesem Reiseführer. Die anderen haben wahrscheinlich so eine bunte Karte. Es kommt ganz drauf an, wild gemischt, ne? Wie gesagt, E-Mail-Adresse ist drunter. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und es geht nur die E-Mail-Adresse, kein Kommentar. Könnt ihr gerne drunter schreiben, aber trotzdem gezählt wird nur, wer mir die Mail schickt. Die Mail schickt, dann sage ich euch meine Bankverbindung, beziehungsweise am liebsten wäre mir natürlich PayPal. Die meisten haben ja PayPal und dann bitte PayPal me. Freunde, bitte Freunde, Familie, Freunde, sonst muss ich noch eine Gebühr bezahlen. Dann lohnt sich das für mich langsam auch nicht mehr. Und wer es gar nicht hat, der kann gerne überweisen. Dann geht das halt auf Vertrauensbasis. Mache ich dann auch mal eine Ausnahme. Ist auch okay, weil schon jemand sagte, hätte kein PayPal. Gut, daran soll es jetzt nicht scheitern. Der Ablauf ist nicht kompliziert. Ich komme nicht so oft zur Bank. Ich mache kein Online-Banking. Also ich vertraue dir dann, derjenigen, falls sie sich jetzt angesprochen fühlt. Okay, aber am liebsten ist mir natürlich PayPal, ne? Aber alles klar, wir können über alles reden. Das ist alles nicht so dramatisch. 6 Pakete. Ich hoffe, 6 Leute, die da ordentlich mit basteln können und da Freude dran haben. Ja, das war das. Bastelei heute nicht, sondern so eine Raussucherei. Und ja, ich hoffe, diejenigen haben noch Interesse und wie gesagt, 6 Pakete, wenn weg, dann weg.
Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.